Dekadent ruft zum Rechtsbruch auf. Ja, nachdem er letzten Sommer schon zum Wahlbetrug aufgerufen hat, ruft er jetzt dazu auf, die DMCA-Strikes von Twitch zu missbrauchen. Glaubt ihr nicht? Nun, der gute Godberry hat uns einen Clip auf Twitter geteilt. Der vielleicht auch gar nicht beliebt bei euch. Nemesis, da sich ja auch gewünscht worden ist, dass ich Leute namentlich benenne, auch Nemesis wird in Zukunft einfach DMCA gestrikt, wenn der auf mich reagiert. Ich möchte mit dem Würstchen nichts zu tun haben. Ich habe dem irgendwie 100.000 Mal ein Gespräch angeboten. Ich bin bei dem überall gebannt. Der hat kein Interesse an irgendwelchen Gesprächen. Die würde ich noch mitnehmen, einfach nur, weil ich es lustig fände. Aber mittlerweile hat sich ja auch herausgestellt, dass der Mann keine guten Absichten hat. Der hat auch schon zwei DMCA-Strikes von Shuyoka und es würde mich freuen, ihm den dritten. Ja, da hat Shuyoka die Copyright-Funktion missbraucht und Nemesis hat sich nicht gewehrt. Das war, glaube ich, ein Fehler. Zu geben. Ne? Also bitte, Nemesis, reagier bitte weiter auf meinen Content. Kriege ich das mit und ich kriege das mit, dann gibt es einen DMCA-Strike. Ja, was Dekadent ihm hier androht, ist schlicht und ergreifend illegal. Es ist rechtswidrig. Paragraph 51 des Urheberrechts, des Urhebergesetzes, nämlich das Zitatrecht, besagt, zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden, denn eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbstständigen Sprachwerk angeführt werden, einzelne Stellen eines erschienenen Werkes in der Musik in einem selbstständigen Werk in der Musik angeführt werden. Und auf Nemesis Streams, wenn er auf Dekadent reagiert, trifft eindeutig der zweite Punkt hierzu. Also Nemesis darf laut Urheberrechtsgesetz auf Karl reagieren und eine missbrauchte DMCA-Funktion ist schlichtweg ein Aufruf zum Rechtsbruch. Und Karl hat ja ziemlich klar den Zweck genannt, er will Nemesis komplett von Twitch canceln. Doch nicht nur das deutsche Gesetz steht dagegen, sondern auch Twitch sagt selbst, das Einreichen einer DMCA-Meldung, die eine sachlich falsche Darstellung einer Urheberrechtsverletzung enthält, kann rechtliche Konsequenzen haben, einschließlich Schadensersatz und Übernahme der Anwaltskosten. Also auch Twitch ist nicht so begeistert davon, wenn man seine DMCA-Funktion missbraucht. Also bisher hat Karl für diesen eindeutigen Aufruf zum Rechtsbruch, nachdem er letztes Jahr schon zur Wahlfälschung aufgerufen hatte, nachdem er gesagt hat, politische Gegner sollten in Löcher getrieben werden, nachdem er all das gesagt hat, hat das jetzt natürlich für ihn wieder keine Konsequenzen. Die Woke Bubble auf Twitch darf wirklich ausnahmslos alles. Diese Leute dürfen auf unsere Verfassung spucken. Diese Leute dürfen auf die Twitch-Richtlinien spucken. Also von denen halte ich ja auch nicht so viel. Aber ich finde es nicht gut, wenn kapitalistische Großkonzerne vorschreiben, was gesagt werden darf und was nicht. Aber auf die berufen, die sich ja immer, wenn beispielsweise ein Kuchen-TV gebannt werden soll, diese Leute dürfen wirklich alles. Diese Leute haben absolute Narrenfreiheit. Das sollte jedem klar sein. Und das meine ich, wenn ich sage, diese Leute haben kulturelle Hegemonie. Naja, sie werden auch zum Beispiel, hat man jetzt gesehen, neulich beim ARD auch bevorzugt behandelt. Ne? Das ist einfach die ganze Chat, einfach der ganze Raum da voll von Prunky, wer war es noch? Benster. Prunky, Drakon, Benster. Und Drakon, genau. Und dann da und Hakon und Dara auch regelmäßig da sitzen, die ganzen. Es sind Antidemokraten, die von den Öffentlich-Rechtlichen hofiert werden. Also das kann man nicht, das hier ist wirklich antidemokratisch. Er hat gesagt, explizites Ziel ist es, Nemesis von der Plattform zu canceln, Nemesis seiner Meinungsfreiheit zu berauben. Das ist eindeutiger Angriff aufs Grundgesetz. Und letztes Jahr hat er, wie gesagt, zur Wahlfälschung aufgerufen. Zu diesen Leuten fällt einem nichts mehr ein. Das sind Antidemokraten. Es sind zutiefst überzeugte Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und die werden von den Öffentlich-Rechtlichen hofiert. Sagt, glaube ich, auch viel über deren Zustand aus. Stormhaube fragt, ob du eigentlich deinen Auftritt bei ARD noch kommst.